Schreiten wir nun voran zur Schlagzeile von Paul Brandenburg. Beirut liegt nun neuerdings an der Spree. Wie die libanesische Hauptstadt da genau hingekommen ist, das wird uns Paul Brandenburg jetzt hoffentlich erklären. Ja, genau darum geht's in der Tat. Denn ich bin der Überzeugung, Beirut an der Spree soll brennen. Dass Berlin, dieses Beirut an der Spree, in jeder Hinsicht gescheitert ist, das hat der Letzte begriffen, das muss... So, Beirut an der Spree ist jetzt ein neuer Kosename für Berlin. Ich zugeben als Berliner, das weiß Kevan als Teilzeit-Berliner sicherlich und auch jeder Besucher Berlins wie Dieter kriegt es mit. Das war schon lange der Fall, auch lange bevor das aktuelle Regime die Macht übernahm. Und es gibt eigentlich endlose Dinge zu kritisieren, denn im Prinzip nichts funktioniert mehr an dieser Stadt, weder in der Verwaltung noch im Zivilleben, abgesehen von dem, was man sich in seinen familiären Räumen so schafft. So ist es aber auch gewollt, dass dieses Beirut an der Spree durch ist. Und wenn man das kritisiert, was aus meiner Sicht kritisiert werden muss, dass nämlich überall mittlerweile schwarze Bärte in weißen Mercedesen sitzen, dann ist das auch keine Feindlichkeit gegen schwarze oder ergraute Bärte, lieber Kevan, oder solchen, die ich mal kriege, sondern es ist die Feststellung, dass die Täter mittlerweile in Berlin aussehen wie die Bullen daneben. Und wäre bei den Bullen daneben nicht dick und Polizei auf dem Rücken zu sehen, dann könnte man sie gar nicht mehr auseinanderhalten. Die Polizei selbst und ihre Ausbilder scherzen, dass das, was sie mittlerweile trainieren, um die Staatsmacht darzustellen, ja wohl ein Scherz ist, eine Karikatur. Dass sie die Arme gar nicht mehr an den Körper bekommen vor aufgepumpter Kraft und das verhöhnen im Prinzip, was sie schützen sollen. All diese Gestalten da in Berlin, die meisten Gestalten in Berlin, es trifft sie durchweg vom Politbetrieb bis eben zu den Kritisierten, leben entweder von Steuergeld oder solchem Geld, das nie versteuert wurde oder wird. Wahrscheinlich aber aus einer Mischung von beidem. In Berlin sind die Krater im Asphalt mittlerweile so groß, dass sie tatsächlich an Bürgerkrieg erinnern. Auch wenn der echte, wir haben es gerade lang und viel besprochen, natürlich viel dramatischer ist. Die Schulen sehen aus wie der Drogenstrich. Nur ganz im Zentrum, da wo Emilia mit ihrem Gamma-Männchen auf der Fahrradstraße Latte trinkt, da hören sie aufgrund ihres eigenen Gequatsches über die angeblich tolle Welt die Schüsse nicht. Und das, was kommt, das wird ganz großes Kino werden, gar keine Frage. Dass es knallt, auch in Berlin, das ist klar. Nicht, dass man es mag oder sich darauf freuen würde, tue ich nicht, aber in jedem Fall lohnt es, Popcorn einzubunkern. Aber macht euch klar, und das ist der entscheidende Punkt und das einzig Relevante dabei, mit aller Konsequenz, das will Deutschlands Regime. Es stiftet Brände an allen Ecken unserer Gesellschaft. Ein Brand, den wir gerade gesehen haben in unserem Gespräch über das, was in Gaza passiert, der ist gerade ganz virulent, aber es facht sie an, genau in dieser Art. Genau das will sie. Unser Zusammenleben wirklich an allen seinen Ecken in Brand setzen. Der Krieg in Gaza und alles damit verbundene Leid gehört ganz sicher ebenso dazu. Und das in doppelter Hinsicht. Denn die Menschen dort in Gaza, die werden flüchten. Auch sie werden ganz selbstverständlich zu uns nach Berlin kommen, ins Beirut an der Spree. In rauen Mengen. Naja, erstmal kommen sie nach Ägypten. Also Israel versucht ja gerade, die Menschen, die da in Gaza sind, nach Süden zu schieben. Ägypten sagt aktuell, wir lassen sie noch nicht rein. Aber im Hintergrund laufen wohl schon Verhandlungen. Und Israel verhandelt ja schon mit einigen afrikanischen Staaten, dass man die Palästinenser dahin abschieben kann. Also ja, deswegen finde ich das jetzt etwas weit hergeholt, dass die Palästinenser direkt nach Berlin kommen. Natürlich, wenn die da vertrieben werden, dann wird ein Teil sich nach Libyen durchschlagen und von Libyen oder in die Türkei durchschlagen und von da aus dann kann es dann nach Europa gehen. Ja, das kann durchaus passieren. Also, es kann durchaus passieren. Deswegen sollten wir uns ja für einen Waffenstillstand in Gaza einsetzen. Aber ja, der erste Gedanke, die werden natürlich nach Berlin kommen, ist dann doch sehr interessant. Sturmhaube, Ägypten, Libyen, das sind zwei Staaten. Und Libyen kannst du nicht als sichere Drittstaat bezeichnen. Also Ägypten, da kann man noch drüber diskutieren, je nachdem, wie Ägypten sie dann behandelt. Aber Libyen ist kein, das ist gar kein Staat mehr. Das ist, da ist in jedem Gebiet eine andere Miliz an der Macht. Schon deshalb, weil ihre Familienmitglieder und ihre Freunde lange hier bei uns sind, mit der menschlichste Grund, das zu tun. Und das herrschende Regime wird zwar auch hier das Gegenteil behaupten und sagen, dass es nicht so ist. Und zugleich, so kennen wir das herrschende Regime und seine Instagram-Diplomatie und Politik, zugleich werden sie da den deutschen Pass bewerben, sie werden deutsche Sozialleistungen bewerben und sagen, kommt doch her und kommt alle zu uns. Ägypten macht das nicht, Ägypten will sie nicht und auch die ganze Region will sie nicht. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, ihr habt drüber gesprochen, dass die... Also Jordaniens Bevölkerung beispielsweise besteht schon zu 60% aus Palästinensern. Also die Region hat schon sehr, sehr viele Palästinenser aufgenommen. Zu sagen, die Region will sie nicht, ja, die Region will, dass dieses Gemetzel in Gaza aufhört. Auch Ägypten hat schon zahlreiche Palästinenser aufgenommen.
da jetzt zu fordern, die Region soll sie aufnehmen, wenn Israel sie vertreibt. Nee, die Forderungen, die müssen sich an Israel richten, dass Israel aufhört, die Palästinenser zu vertreiben. Palästinenser auch in dieser Hinsicht ein Werkzeug der Politik in dieser Region, sondern Opfer dieser Politik. Die Opfer dessen, was in Gaza passiert, werden auch zu uns kommen und unsere Probleme verstärken. Und all das will unser Regime. Genauso ist es geplant. Es instrumentalisiert zumindest diesen Krieg dort in Nahost, auch wenn es ihn nicht selbst mitlanciert, unterstützt und dafür kausal wurde, je nachdem, welchen Standpunkt man da vertritt. Beweisbar ist auf jeden Fall, dass es ihn da und beweisbar wird sein, dass es ihn auch für diesen Zweck nutzen wird. Es will Unfrieden, auch auf Basis von Ethnien und Religiosität. Ein weiteres Beispiel dafür ist das, was dieser Tage Annabel Schunke publik gemacht hat, die Autorin der Weltwoche. Hat in einem sehr langen Beitrag auf Facebook jetzt gesagt, auf Metas Facebook, heißt es immer noch so, ich war da, glaube ich, vor 100 Jahren zuletzt, aber es wurde mir weitergeleitet, dass sie selber seit 2 Jahren wegen Volksverhetzung und Blasphemie, also der religiösen Herabsetzung, solche Paragraphen gibt es mittlerweile wieder in Deutschland, angeklagt ist, einen Strafbefehl nicht akzeptierte und deswegen vor Gericht musste. Eine konservative Autorin, eine Kolumnistin, die das jetzt auch zugegeben hat, der geht es wie Ali Utlu, ein Kölner, der sich gegen den Islamismus engagiert und als Schwuler immer wieder die Feindlichkeit gegen die Homophobie, der Trans-Ideologie und die Frauenfeindlichkeit erfordert. Auch er, überzogen von Prozessen und von einer Marionettenjustiz, die Schloss schlägt gegen alles, was das Regime irgendwie kritisiert. Marie-Agnes Strack-Rheinmetall steht dieser Tage in einer Fußgängerzone, irgendwo in Südwestdeutschland, und beschimpft dort ihre Untertanen. Eine Frau von solch ausgesuchter Dummheit, dass sie von sich selbst Plakate verbreitet, auf der sie sich mit der Brecht-Figur und skrupellosen Kriegsprofiteurin Mutter Courage vergleicht. Diese Exponentin der Parteienkorruption droht jetzt ganz offen auch mit dem, was da Ali Utlu schon verfolgt oder Annabel Schunke, auch mich und viele, viele andere. Einer Marionettenjustiz, die nichts anderes ist als das Werkzeug Parteienkorruption. Es gibt in Deutschland keinen Rechtsstaat mehr. Macht euch das klar, wenn ihr solche Fälle seht. Und wenn Beirut an der Spree brennt, dann nicht durch Zufall und nicht, weil böse Palästinenser, böse Syrer oder andere dahin gekommen sind, das in niederer Absicht getan haben, sondern weil es das Regime so lanciert hat, so geplant und so immer weiter fördert, diesen Unfrieden. Es gibt in unserem Land keine freien und geheimen Wahlen, sondern Inszenierungen zur Besetzung von Scheinparlamenten, die derartig schlecht sind, dass selbst die besagte Marionettenjustiz es trotz aller Anstrengungen nicht vermag, die Offensichtlichkeit institutionalisierter Wahlfälschung in ihren politischen Scheinprozessen noch zu vertuschen. Und damit kommen Parteisoldaten und Funktionäre an die Macht, die genau das tun. Aus all dem folgt, was viel zu viele Menschen einfach nicht wahrhaben wollen. Und das ist das, was mich am meisten aufregt und beschäftigt. Beirut an der Spree soll brennen. Es muss brennen, damit die Parteienkorruption ihre Macht, ihr Geld und ihr lacktes Leben in Freiheit überhaupt noch retten kann. Und ich schlage vor, wir nehmen ihnen all das und stellen die Brandstifter vor Gericht. Möglich ist das aber nur mit dem Mut und mit Härte gegen uns selbst. Denn möglich ist das nur, wenn wir diesem Regime alles Geld und all unsere Arbeitskraft entziehen. Ich sage es ganz klar, zahlt keine Steuern mehr. Verweigert alle Abgaben. Und vor allem, lasst keinen dieser Täter der Parteienkorruption mehr unbehelligt. Kevan hat das gerade in unserem Gespräch neulich in Berlin so schön. Es sagt sich leicht, wenn man aus Deutschland ausgewandert ist. Also wenn du nämlich deinen Wohnsitz noch in Deutschland hast, dann musst du Steuern zahlen. Polizei holt dich ab, was ja klar ist. Also sagt sich leicht, wenn man schon ausgewandert ist. Aber Paul Brandenburg ruft ja auch offen dazu auf, auszuwandern. Da hat er ja mit Kevan, wer gerade schon gesagt hat, vor ein paar Tagen Gespräch zugeführt. Das könnt ihr euch auch schon auch noch gerne ansehen. Das hat mittlerweile über 300.000 Aufrufe, habe ich gesehen. Und gesagt, ich empfehle auch jedem das Video dazu. Lasst keinen dieser Täter mehr unbehelligt. Ganz egal, wo ihr sie antrefft auf der Straße und wie klein sie vielleicht als Rädchen im System sein sollen. Stellt sie auf offener Straße. Stellt sie friedlich, selbstverständlich. Friedlich und mit einem Lächeln. Sagt ihnen die Wahrheit ins Gesicht. Oder wenn ihr es gar nicht mehr aushaltet, macht, wie Kevan es gesagt hat, lacht sie aus. Lacht ihnen schallend ins Gesicht. Aber lasst sie nicht mehr davonkommen, denn die Zeit wird knapp, lieber Dieter. Sehr knapp sogar. Und ich glaube, wir haben vorhin gesehen, wie sehr diese Spaltung funktioniert, auch hier in dieser Runde. Ja, ich danke dir da für die Vorlage. Ich will nur noch mal... Jetzt nur, weil sie sich mal 15 Sekunden unterbrochen und dazu ins Wort gefallen sind. Also wenn man sich einmal aufregt, hat man sich noch nicht gespalten. Also ich hoffe gerade, dass der größte Witz wäre, dass zur Spaltung von Nachschlag hier führen würde.
dass sie da mal anderer Meinung waren. Erwähnen, was Kemal, ich glaube auch du schon in anderen Sendungen gesagt, das ist ja die Hamas auch von Netanyahu finanziert worden über den Umweg von Katar und er hat mit seinem Terror auch zu ihrer Ausbreitung beigetragen. Aber das hat damit zu tun? Nein, das hat damit zu tun, dass du das vorhin, das wollte ich nochmal nachträglich, du hast ja auch den Terror jetzt nochmal erwähnt. Ich finde nur, dass wir in diesem in dieser Eskalationsspirale Chancen haben, einzugreifen. Also Dilla, die auch Sarah Wagenknecht in ihrem Buch Die Selbstgerechten erwähnt hat, das mit dem Popcorn und dem Latte, was du vorhin gesagt hast, dass man da mit dieser Attitüde rangeht. Und ich glaube tatsächlich, da ist eine falsche Zungenschlag drin, Beirut soll brennen. Das ist eine sehr wahrscheinliche Variante, dass dort Brandanschläge laufen. Deswegen wäre es gut, wenn wir von dieser Sendung aus nochmal deutlich sagen, dass wir alle Formen der Brandanschläge ablehnen. Allein schon deswegen, weil sie den will, dass es brennt. Das war doch glasklar. Ja, also, naja, das ist der Titel ist vielleicht missverständlich. Aber jedenfalls, ich glaube, entscheidend ist, die brauchen es. Dieses Regime braucht Brandanschläge, damit sie noch mehr Nancy Faeser und noch mehr dieser Maßnahmen durchsetzen. Wir haben noch einen Rechtsstaat, da bin ich ganz anderer Meinung als du. Es gibt noch Urteile, die auch in die richtige Richtung gehen. Einzelne richtige Urteile machen keinen Rechtsstaat. Nein, nein, ich bin auch da, ich habe auch, denke auch, dass es auch eher höchstrichterlich dort Urteile geben wird, die von Bestand sind, die in dieser Frage dann nicht einfach weggewischt werden können. Und wir haben auch noch Wahlen. Wir haben auch noch Ergebnisse, die den Herrschenden und dem Regime nicht passen mit den Wahlen. Deswegen würde ich das nicht alles so verramschen. Wir müssen von unserer Seite alles dafür tun, ihnen nicht die Vorlagen zu liefern, mit denen sie ihren Terror, den sie auch gegen Andersdenkende praktizieren, weiter auszuweiten. Gut, ich sehe da drin nichts als Wunschdenken, muss ich dir ehrlich sagen, lieber Dieter. Aber es mag so sein. Vielleicht ist es bei mir umgekehrt der Fatalismus, der mich annehmen lässt. Nein, wir haben keinen Rechtsstaat mehr und wir haben auch keine funktionierenden Wahlen. Aber ich wünsche, du hast recht. Kevin, vielleicht kannst du... Doch, wir haben noch... Also ja, wir sehen eine immer bedenklichere Politisierung der Justiz. Also der Rechtsstaat, der wird immer mehr abgebaut, das stimmt. Aber wir haben noch einen Rechtsstaat. Also im Großen und Ganzen haben wir noch einen Rechtsstaat. Also es ist ja nicht so, dass Nancy Faeser Regierungskritiker entführen und dann irgendwo foltern lässt. Das ist ja nicht der Fall. Und es ist auch nicht der Fall, dass Wahlen im großen Umfang gefälscht werden, auch wenn es beispielsweise in Berlin schon einige seltsame Wahlpannen gab, um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber ja, auch die Wahlergebnisse, die decken sich größtenteils mit Umfragen, die vorher gemacht wurden. Auch da gibt es keinen Hinweis darauf, dass es groß angelegte Wahlfälschungen gäbe. Also Paul Brandenburg übertreibt hier wieder und ich weiß nicht, was das soll. Also er meint wahrscheinlich, dass wenn er jetzt das möglichst radikal formuliert, dass er dann die Menschen aufscheucht und sie dazu bringt, gegen diese Zustände protestieren zu gehen, die ja durchaus besorgniserregend sind und immer schlimmer werden. Aber durch diese Übertreibung, die helfen, glaube ich, nicht groß weiter. Also ich glaube, wenn man diese radikale Rhetorik die ganze Zeit verwendet, dann nutzt sich das irgendwann ab. Kurz und knapp schlichten, denn die Zeit rennt uns davon. Ich glaube, es ist noch schlimmer, wie du das gerade beschrieben hast, weil das unterstellt, dass die das machen, weil sie das, obwohl sie wissen, dass es Unrecht ist. Ich glaube, es ist weit noch schlimmer. Das sind Menschen, die sind planwirtschaftlich und Ideologie getrieben und die befinden sich in ihrer Welt und sehen nicht, was passiert, weil sie das komplett ausblenden. Und da ist für mich immer exemplarisch das Bild später, glaube ich, von Magda Goebbels, die ihre ganzen Kinder dann am Ende selbst getötet hat, weil sie gedacht hat, wenn unser Reich, unsere Welt untergeht, dann ist alles ganz, danach kommt nur noch Armageddon. Ich glaube, das macht die Sache noch gefährlicher und es ist mein Appell an alle, die das jetzt auch sehen, wenn man glaubt, dass diese Leute mit kaltem Kalkül und Vernunft das machen, da muss man sagen, nein, weil die Titanic, der untergeht, auf der befinden sich ja selbst. Natürlich ist es so, dass die Kapitänskabine zu Schluss sinkt, aber sie wird untergehen, das ist ganz klar, da kommt also kein Rettungsboot mehr. Das heißt, wenn sie uns alle loswerden, dann stellen sie fest, huch, wir sind ja ganz oben. Wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir aufwachen aus diesem Wachkoma und müssen dieses Stockholm-Syndrom überwinden. Und dass das unheimlich schwer ist, kann man daran sehen. Die beispiellose Vergewaltigung einer ganzen Bevölkerung haben wir während Corona erlebt. Weil es ist ein großer Unterschied, ob du solidarisch gemacht wirst mit einem Krieg, der irgendwo weit weg ist, oder mit Bevölkerung, die weit weg ist, wenn man mir mit einer Spritze nahe tritt und dich zwingt, Dinge zu tun. Also das in dich reinzulassen, das kriegst du nicht mehr raus, weil man dich sonst sozial ächtet. Und selbst das war ja massenwirksam. Die Mehrheit hat sich ja in Deutschland impfen lassen. Jetzt wissen sie es, dass sie verarscht wurde mit all den Problemen, die noch kommen werden. Hat nicht gereicht. Und das ist so, wie dass man eine Vergewaltigung nicht persönlich nimmt. Was muss in einem Menschen passiert sein? Da muss eine so hohe Verdrängungsleistung stattfinden, dass wir uns eher überlegen müssten, wie wir dafür sorgen können, dass wir langsam zu uns kommen, mit auch den Folgen, die es dann auf sich hat. Und ich glaube, wenn wir darüber nicht diskutieren, können wir noch weiter lamentieren.
können wir dann aber auch lassen, weil dann hat das Land fertig und wir sollten uns nicht darum kümmern, dass das Schiff untergeht, sondern ein neues bauen. Ich glaube ja auch, dass hier noch einiges zu retten ist, weil zwischen dem, was wir gerade hier proklamieren und wie es sich am Ende dann tatsächlich anfühlt, ist noch ein großer Unterschied. Das ist auch gut so. Aber du hast vollkommen recht. Es ist bei so einem Schiff ja so, es sinkt, es hat Schlagseite, ganz viele Stunden Schlagseite und ein Großteil geht dann ruckzuck unter. Das heißt, man greift dann irgendwann zu spät an, weil zu viel Wasser im Boot ist, kriegt man nicht mehr rausgeschöpft. Ich habe da ehrlich gesagt kein Patentrezept und ich hoffe auch, dass deine Worte dahingehend aufrütteln, dass die Leute sich klar sagen, ihr wisst klar, es ist schon euer sozialer Friede, es sind schon eure Kinder, es ist eure Gesundheit, eure Infrastruktur. Es ist das, was ihr als Zivilisation begreift, was dann nicht mehr da sein wird. Weil was wir uns dann gegenseitig antun werden nach so einem Bürgerkrieg, das ist dann nicht vom Tisch, wenn irgendeine neue Regierung eingesetzt wird. Das ist ja genau das Problem. Und das kann man vielleicht auch exemplarisch in Deutschland daran sehen, nachdem die Stunde Null da war, war ja nicht Friede, Feuer, Eierkuchen, sondern gab es ja sehr viele auch Hungertote die Winter darauf und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir in diesem Land das Problem haben, dass für uns Krieg so abstrakt geworden ist, weil das lange her ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und vielleicht wäre es eine Maßnahme, mal mit Schulklassen einen ehemaligen Frontabschnitt zu besuchen, eine zerbombte Stadt zu besuchen, ein Gaza mal zu besuchen oder Teile der Ukraine zu besuchen, um zu erkennen, was das dann tatsächlich am Tag bedeutet. Und dann noch 14 Tage mal unter diesen Bedingungen leben, ohne WLAN und ohne frisches Wasser. Ich glaube, das würde eine entsprechende Kur sein. Das würde ich tun. Ja, ich befürchte, dass das Teile der Berliner Schülerschaft da gar nicht weit reisen müssen, um sowas zu haben. Das kommt vor die eigene Haustür. Wir erleben auf jeden Fall, es gibt jetzt reichlich Anlass, lieber Dieter, um das zu tun, was du vorhin sagtest, zur Verabreichung von Krabbenbrötchen zu schreiten. Und ich bin ganz sicher, zur gemeinsam zu dritt. Ich bin ganz sicher, da finden wir dann unsere Liebe. Das ist auf jeden Fall eine interessante These von Paul Brandenburg zum Schluss. Also seine These lautete ja, ihr habt es gerade gehört, die Regierung importiert ja absichtlich besonders viele Migranten, um Deutschland zu integrieren. Das kann sein, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass da so ein großer Plan hintersteckt. Müsste man sich da noch mal im Einzelnen ansehen. Also, ja, es ist schon auffällig, dass in Syrien, in Libyen relativ stabile Staaten vom Westen destabilisiert wurden und man dort ein Chaos angerichtet hat und dann Millionen Flüchtlinge nach Europa gekommen sind. Also, oder auch, ja, das ist schon eine interessante Beobachtung und da ist jetzt die Frage, ist das intentional oder hat die Politik da die Folge ihres eigenen Handelns nicht überblickt? Also ich meine, die zentralen Entscheidungen, die werden ja nicht in Berlin getroffen, die werden ja in Washington getroffen. Ob man diese Länder destabilisiert, ob es diese Flüchtlingsströme gibt. Und dementsprechend weiß ich gar nicht, ob da in Berlin so viel intentional entschieden wurde, sondern es ist diese Destabilisierung der europäischen Staaten durch diese Massenmigration, die ist eben ein Nebeneffekt, der den USA relativ egal ist, beziehungsweise die sie sogar gut finden. Der hier in Europa aber nicht beachtet wird, da hier, wie gesagt, gar nicht zentralen strategischen Entscheidungen getroffen werden. Das würde ich dazu sagen. Aber kann man auch anders sehen. Das ist sicherlich eine kontroverse These, über die man bestimmt weiter debattieren kann. Aber die Schlagzeile der Woche, definitiv die von Dieter Dehm. Also Netanjahus Wiederwahl wird nur was durch einen Flächenbrand im Nahen Osten. Also das würde ich sagen. Damit trifft Dieter Dehm eindeutig die aktuelle Schlagrichtung der israelischen Politik. Und diesmal hat, glaube ich, Dieter Dehm gewonnen. Also wenn ihr auf Nachschlag.express abstimmt, dann würde ich euch empfehlen, für Dieter Dehm zu stimmen. Könnten wir auch eigentlich mal gemeinsam im Stream abstimmen. Haben wir ja einen Stream sogar schon gemacht, aber den Stream habe ich den Tab jetzt nicht geöffnet, also lassen wir es mal. Aber würde ich zum Abschluss auf jeden Fall sagen.